So also die Einschätzungen in Moskau, in Russland. Aber lass uns in die Ukraine blicken. Du bist selber erst vor wenigen Tagen von dort zurückgekehrt. Wie hat man in Kiew die Geschehnisse verfolgt? Wie groß war die Hoffnung, die Erwartung, dass Putin gestürzt wird? Die Hoffnung war gestern tatsächlich groß. Ich habe mit Ministern, mit Beratern und Verantwortlichen in der ukrainischen Regierung den ganzen Tag über gesprochen, auch heute Morgen wieder. Und was ich höre, ist dort vor allem jetzt die Hoffnung groß. Der Sturz hat nicht funktioniert, aber die Hoffnung ist groß, dass man davon ausgeht, dass sozusagen jetzt dem Westen vorgeführt wurde, dass Wladimir Putin eben nicht stark ist, dass es nichts bringt, jetzt mit ihm zu verhandeln, sondern so die Hoffnung in der Ukraine, dass man jetzt noch mehr Waffen liefert, insbesondere eben Flugabwehr, dass es die Möglichkeit auch für Fighterjets gibt. Also in der Ukraine hofft man, dass sozusagen die Position von Zelensky, der seit Monaten immer wieder sagt, ich kann nicht verhandeln, ich werde mit Putin nicht verhandeln, dass diese Position gestärkt ist und dass das jetzt bedeuten könnte, dass man dort in eine gemeinsame Richtung geht. Denn es hat in den vergangenen Wochen und Monaten durchaus interne Stimmen gegeben, die gesagt haben, wenn die Gegenoffensive nicht so erfolgreich ist, wie man in der Ukraine hofft, man eben nicht das gesamte Territorium zurückerobern kann, dass es dann Verhandlungen braucht. Und Zelenskys Hoffnung ist jetzt durch das, was wir in Russland sehen, dass man im Westen eventuell bereit sein könnte, die Ukraine noch mehr und noch entschiedener zu unterstützen, bei dem Kurs tatsächlich das gesamte Land zurückzuerobern. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.